Sekunden gibt. Hallo und herzlich willkommen heute am 24.09.2013 zur 14. Episode von DE Talk. 3 Monate vor Weihnachten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir 3 Themen vorbereitet, die wir euch gleich kurz vorstellen. Erstmal müssen wir heute sagen, dass leider Norbert alias Zillatron aus gesundheitlichen Gründen, weil er erkältet ist, leider nicht teilnehmen kann. Norbert, wenn du uns zuguckst, wir halten dir die Daumen und wünschen dir gute, schnelle Besserung. Also es fehlt heute wirklich was. Wir hoffen, du bist bald wieder auf Sendung. Und das auch richtig körperlich, dass du wieder fit bist. Toi, toi, toi. Ja, nach alter Sitte möchte ich erstmal wie immer unsere Gäste hier vorstellen. Ich fange einfach mal ganz spontan von mir aus unten links an. Ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge ist und wie die Reihenfolge so sieht, wie ich sie sehe, ist auch ganz egal. Annette, letztes Mal gab es Probleme mit der Technik, heute werfen wir das alle über den Haufen. Schön, dass du dabei bist. Hi. Schön, dass du dabei bist. Annette! Sascha! Annette hängt. Annette hängt. Kann sein, dass wir noch ein paar technische Probleme aus letzter Woche rüber gerettet haben, aber vorhin sah es erstmal gut aus. Dann ist Lilly jetzt auch hier live mit dabei zum ersten Mal. Auch ein kleines Experiment, wir hoffen, dass es gut geht. Hallo Lilly. Hi. Hi. Gut, Stefan. Hi. Ja, hallo, guten Abend und ich hoffe, alles dampft bei euch. Yes, hoffen wir auch. Steffi. Hallo. Bei mir dampft es auf jeden Fall. Es dampft und qualmt, ich kriege jetzt keinen Spruch hin. Thomas. Hi, Thomas. Moin, moin. Und ja, bei mir dampft es auch ganz schön, aber leider ohne Cam nicht zu sehen. Gut, last but not least, Volkmar ist da von der IGED. Hallo Volkmar. Hallo und grüße alle die Zuschauer. Ja, das ist schön, dass ihr beiden da seid. Mit ihr beiden meine ich jetzt nicht nur Volkmar, sondern auch Annette, weil ihr beiden auch in der IGED seid, in der Wissensgemeinschaft der E-Dampfer. Im zweiten Teil heute wollen wir euch unter die Zange nehmen? Nee. Mit euch vermehrt reden über die IGED. Und im ersten Teil wollen wir einfach, weil es einfach so aktuell ist, und so haben wir das Motto ja auch genannt der heutigen Ausgabe, nach der Wahl ist vor der Wahl, wollen wir einfach mal versuchen, so aus unserer Sicht, aus der Dampfersicht zu überlegen und zu gucken, was passiert so nach der Wahl? Erstmal nach der Wahl von Sonntag. Und da versuche ich mal eine Überleitung zu Stefan. Stefan, was kann man so sagen? Irgendwie, die Wahl ist jetzt mal gerade 2 Tage alt. Es gibt viele Diskussionen in der Öffentlichkeit darüber, aber wie kann man versuchen, speziell so aus unserer Sicht, aus der Sicht der Dampfer, die Wahl zu sehen? Ja, du hast schon gesagt, Thema ist nach der Wahl ist vor der Wahl. Mhm. Grundsätzlich muss man 2 Sachen auseinanderhalten. Das eine ist die Sicht der Bundesparteien und das andere ist im Endeffekt die Haltung und die Reaktion bzw. die Gesetzgebung und Politik im EU-Parlament. Und ich habe mir diesbezüglich auch mal ein bisschen was angeguckt und zwar vom VDEH. Gab es eine Anfrage an die großen Parteien vor der Wahl und wie die sich dazu geäußert haben, möchte ich kurz zusammenfassen und dann eben mal darauf eingehen, was bedeutet es überhaupt, was könnte es unter dieser oder jener Koalition bedeuten und hat es denn überhaupt erstmal einen Einfluss auf die endgültige Gesetzgebung oder geht es da nicht viel eher um die EU-Geschichte? Mhm. Ja. Ich will kurz unterbrechen. Was du ansprichst von der VDEH, vom Verband der Deutschen E-Zigarettenhändler, ja. Das kam, lass mich lügen, am 18.
9. raus, ne? Also wurde da veröffentlicht auf der Seite. Das ist relativ frisch und das kann auch jeder nachlesen, ne? Ja, genau. Den Link werden wir hinterher auch posten. Also das kann jeder nachlesen. Kann ich ja auch empfehlen, sage ich mal. Denn allein schon zu sehen, wie die Parteien darauf reagiert haben, so was die Textmenge angeht und den Umfang, ist ganz interessant. Ich kann das jetzt hier aus Zeitgründen nur kurz zusammenfassen. Ja, genau. Genau. Ja, wenn nichts dagegen spricht, würde ich damit einfach mal anfangen. Ja, machen wir. Und zwar die 5 Fragen, die der VDEH an die großen Parteien geschickt hat, waren erstens mal die Frage nach der Einstufung, wie die jeweiligen Parteien das Ganze einstufen würden als Tabakprodukt, als Konsumgut oder als Arzneimittel. Zweitens die Begründung dafür. Drittens die Frage, ob die Parteikollegen im EU-Parlament das denn überhaupt wissen. Dazu werde ich später auch noch ein paar Takte sagen. Dann viertens die Chancen für die Gesundheit, die die Parteien sehen. Und fünftens die Chancen für die Volkswirtschaft, die die Parteien sehen. Wobei die 5. Frage, da weise ich ja auch gleich drauf hin, kann man ja unterschiedlich interpretieren. Und das ist auch geschehen. Also man kann das ja so verstehen, was Absatzmärkte angeht, was ist da die Chance? Und andererseits, was bedeutet das denn für eine Volkswirtschaft, wenn die Langzeitfolgen des normalen Tabakkonsums eben einschlagen oder eben dann gelindert werden, eventuell durch die EZ-Werte? Genau, so habe ich es eigentlich auch verstanden, aber egal. Genau. Sag erstmal, wie die so geantwortet haben, wohlgemerkt vor der Wahl. Ne? Genau, das war alles vor der Wahl. Also die Anfrage war, soweit ich weiß, aus dem Mai. Gut, da fange ich jetzt, also ich habe das mal ein bisschen sortiert und zwar nach der Größe der Fraktionen nach der Wahl. Also im Endeffekt die größte Fraktion natürlich CDU-CSU, die absoluten Wahlgewinner. Die halten sich relativ offen. Die halten sich alles relativ offen. Die sagen, es liegen wenige Studien vor, von daher ist eine abschließende Meinung immer schwer zu bilden. Im Endeffekt wird ganz deutlich darauf hingewiesen, dass es vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte aus dem Jahre 2009 eine Einschätzung auf Antrag einer Landesbehörde gab, welche das wohl war, wie denn die E-Zigarette einzuordnen sei. Und dort wurde es ja als Medizinprodukt eingestuft. Man ist sich aber auch, und das ist sehr interessant, das habe ich bei keiner anderen Partei in der Form gefunden, bewusst, dass sämtliche E-Zigaretten einzeln bewertet werden müssten, weil sich die Produkte so sehr unterscheiden. Und eigentlich müsste eine Einschätzung pro Produkt vorgenommen werden. Alles in allem ignoriert man da eigentlich die Gerichtsurteile, die es in der Zwischenzeit gab. Man hält sich das Ganze relativ offen, weil man sagt, es gibt noch zu wenige Studien. Das ist aber keine grundlegend ablehnende Haltung und auch kein direktes Aussprechen für eine Arzneimitteleinschätzung, sondern eher in Bezug auf dieses BfArM. Dann würde ich zur SPD kommen. Die SPD als zweitgrößte Fraktion sagt, die Einschätzung oder Einstufung ist immer von der Forschungslage abhängig. Also das sagen im Prinzip alle Parteien, kann ich vielleicht mal übergreifend so sagen, bis auf die Piraten, die sich sehr eindeutig positioniert haben. Die SPD spricht, also ich zitiere da, einiges spricht dafür, die E-Zigarette als zulassungspflichtiges Arzneimittel einzuordnen. Das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen. Das ist aber im Endeffekt das, was jetzt auf Europaebene ja eventuell auch passieren könnte. Sämtliche Parteien sagen natürlich, die MEPs, also die Europaabgeordneten, sind über unsere Meinung informiert. Das ist... Den Eindruck hat man nicht immer. Ja, da können wir später gerne ein paar Takte dazu sagen, insbesondere wenn es um die Grünen geht, weil da gerade durch die Foren ging. Ja, das ist also eher gar nicht gut. Also das sind eher, wenn man es mal so plakativ sagen will, unsere Gegner. Die befürworten eben die Arzneimittelregulierung. Dann kommen wir zur drittgrößten Fraktion, der Linken. Die Linken argumentieren im Endeffekt ganz ähnlich, wie wir das tun. Also die Linke ist sehr pro-Ethik eingestellt und unterscheidet zwischen nikotinhaltigen und Nuller-Liquids, wollen aber grundsätzlich eine Gleichstellung von E-Zigarette und Tabak.
Zitat, E-Zigaretten strenger zu regulieren als Tabakprodukte ist absurd, ja, steht da in dieser Stellungnahme. Mhm. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Natürlich legen alle Parteien großen Wert darauf, dass der Jugendschutz gewährleistet muss, dass Qualität und Sicherheit gewährleistet sein müssen. Aber das legen wir auch. Ja, allerdings, da ja, kann man was dagegen. Genau. Bitte? Was hattest du, Volkmar? Das ist ja auch unser Ansinnen. Wir haben eine Liquid-Richtlinie rausgebracht, an die sich fast alle Händler inzwischen auch halten. Mhm. Mhm. Also der Markt funktioniert in der Selbstregulierung sehr gut. Mhm. Ja. Ja. Wie gesagt, das ist wohl wünschenswert. Interessant ist auch, dass die Linke als einzige Partei sich laut eigener Aussage nach Sicherung der Erkenntnisse über, also gesundheitlichen Erkenntnisse über die E-Zigarette auch ein Beispiel an England oder Neuseeland nehmen wollen und dann mal offizielle Empfehlungen der E-Zigarette sogar aussprechen würden. Mhm. Ja, und dann kommen wir schon zur letzten leider wirklich relevanten Fraktion im Bundestag, das sind die Grünen, und die sind auch sehr pro-E-Zig eingestellt, wenn man es mal zusammenfasst, argumentieren auch ganz ähnlich wie die E-Zigarettenbefürworter, sind aber die einzigen, die wirklich darauf hinweisen, dass sie auf die EU-Gesetzgebung gar keinen Einfluss haben. Darauf weisen sie auch mehrfach hin. Allerdings auch hier gibt es eine Formulierung, die so ähnlich Regulierung als Arzneimittel wäre, quasi ein Verbot. Und gesundheitspolitisch unverantwortlich, die letzten beiden Worte waren das Zitat in dem Fall. Warum die Grünen oder die bundesdeutschen Politiker keinen Einfluss auf die Meinungsbildung oder die Entscheidung in der EU haben, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Natürlich haben sie das. Die haben EU-Parlamentarier da sitzen. Nein, haben sie, oder? Ja. Also sollte man meinen, aber genau dazu würde ich kommen, wenn ich mit den Parteien erstmal durch bin. Okay. Denn das ist genau einer der Knackpunkte, finde ich. Und die Grünen sind die einzigen, die da so deutlich drauf hingewiesen haben. Da wollte ich, wie gesagt, auch später noch ein paar Worte zu sagen, nämlich wir haben ja sogar eine Diskrepanz zwischen der Bundespolitik und der Länderpolitik, wenn wir bedenken, dass in NRW eine bestimmte grüne Gesundheitsministerin genau anders argumentiert und eigentlich eine der massivsten Gegnerinnen auf politischer Ebene ist. Sorry, wenn ich nochmal unterbreche, Entschuldigung, aber das war vorhin nochmal eine Frage, auch genau aus dem Chat von Alan Fletcher. Mhm. Ist doch Ländersache, oder? Das war jetzt ein paar Takte zurück. Also das bezog sich auf deine ersten Sätze. Aber den Punkt möchte ich gerne nochmal mit aufnehmen. Eigentlich haben wir drei Sachen. Ne? Wir haben die deutsche Entscheidung, würde ich mal sagen. Ne? Dann haben wir eine Länderentscheidung nach innen drin und dann kommt von außen noch eine EU-Entscheidung obendrauf. Ja, ne? Also der Punkt ist der. Im Prinzip ist diese, ich nehme das jetzt mal vorweg, im Endeffekt ist die Bundestagswahl nur sekundär entscheidend für uns. Denn die Länder, also sprich, ob das Deutschland ist oder ein anderes EU-Land, sind nach einer Entscheidung im EU-Parlament, sobald das Ganze als Gesetz dort verabschiedet ist, gezwungen, diese Gesetzgebung auch umzusetzen. Die Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten, exakt. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn die EU jetzt beschließt, das ist ein Arzneimittel und es gehört so reguliert und es muss zugelassen werden, dann muss Deutschland das umsetzen. Es ist da die Rede von 3 Jahren, Galgenfrist, möchte ich es mal nennen, ja, denn anders kann man es nicht nennen in dem Fall. Aber, und das ist, da wird es dann interessant, auf Bundesebene, die Bundesregierung, die jeweilige Regierung hat nur einen Einfluss drauf, die können es noch strenger machen. Und die können natürlich dafür sorgen, dass es möglichst schnell umgesetzt wird oder dass eben 3 Jahre eingehalten werden oder Ähnliches. Aber auf die EU-Gesetzgebung haben die Parteien, und das sieht man ja auch, wenn man sich die Diskussionen auf Abgeordnetenwatch zum Beispiel mit den einzelnen Fraktionsmitgliedern anschaut und durchliest, haben die Parteien offensichtlich keinen Einfluss, weil das denen vollkommen egal zu sein scheint an vielen Punkten, was denn die Fraktion eigentlich, also die Bundespartei darüber denkt. Ja. Aber wenn ich da noch mal was zu sagen darf, ja. Wir haben heute ein Schreiben eines, ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf, eines MEPs bekommen, der hat uns mitgeteilt, egal was jetzt entschieden wird in dieser Abstimmung,
Das ist nicht der letztlich bindende Gesetzestext, denn dort, der wird erst im Rat unter Mitwirkung aller Länder verabschiedet, kann dort nochmal verändert werden oder in die Gremien zurückgegeben. Das ist richtig. Aber also das ist meine Einschätzung und auch so ein bisschen das, was ich aus den Reaktionen der Leute, die ich dazu befragt habe, eben auch rausgehört habe. Wenn diese Abstimmung stattfindet, dann neigen die Abgeordneten dazu, ihren Experten auch zu vertrauen. Und in diesem Envi-Ausschuss, der ja diesen Vorschlag vorgelegt hat, sitzen halt die Experten. Das heißt, oft oder meistens wird das dann eben auch durchgewunken. Es ist keine Formalie, das ist richtig, und es ist noch nicht das letzte Wort, das ist auch richtig, aber sich deswegen in Sicherheit zu wiegen und zu sagen, na, das wird schon alles gut, die werden schon vernünftig sein. Nein, es wird das sein. Ja. Nein, aber es ist ja auch so, dass wir inzwischen wissen, dass die Envi-Kommission sehr darauf bedacht ist, das Ganze möglichst schnell durchzudrücken, weil ja im Mai wieder EU-Parlamentswahlen sind und das Ganze dann wieder im Prinzip von vorne diskutiert werden müsste. Und deshalb wollen die das vor dem Ende der Legislaturperiode durchhaben. Also selbst wenn jetzt die Abstimmung tatsächlich noch nicht das letzte Wort ist, es könnte passieren, dass das Ganze danach sehr schnell geht. Das ist richtig. Ja, das ist ganz genau der Punkt und auch der Grund, warum man das so schnell durchwinken will. Ja, ganz klar. Es kann eigentlich für uns nur schlecht sein, wenn sowas mal, wenn die E-Zigarette als Randnotiz in der Tabakproduktrichtlinie im Endeffekt unter die Räder gerät. Anders kann ich es nicht nennen. Genau. Aber es ist ja auch noch sehr fragwürdig, ob ein Parlament bestimmen kann, was Arzneimittel ist oder nicht. Ein Parlament kann die Rahmenrichtlinien für ein Arzneimittel festlegen und nicht bestimmen, dass ein bestimmtes Produkt ein Arzneimittel ist. Genau. Also auch das ist rechtlich ja sehr fragwürdig, ob ein Parlament sagen kann, ein Bleistift, weil er Blei enthält, ist jetzt ein Gefahrstoff. Ja. Sie können eine Gefahrstoffverordnung basteln und verabschieden und wenn der Bleistift runterfällt, dann ist er das. Aber Sie können nicht sagen, das ist ein Gefahrprodukt. Mhm. Das geht eigentlich nicht. Ja. Das ist ein Unding, dass ein Parlament etwas festlegt, dass die könnten sagen, eine Kerze ist ein Arzneimittel. Ja, klar. Ja, das ist idiotisch. Sie können nur die Rahmenbedingungen festlegen und dass diese Rahmenbedingungen hat das EU-Parlament bereits festgelegt, was ist ein Arzneimittel. Das heißt, juristisch werden wir da wenig Probleme haben. Wenn wir wirklich 3 Jahre Galgenfrist kriegen, haben wir juristisch das bis dahin erledigt. Ja, und an dem Punkt werden die Bundesparteien wieder interessant, weil, wie gesagt, wie schnell das Gesetz eben auf Bundesebene durchgesetzt wird, hängt maßgeblich von der Koalition, von der Regierenden eben ab. Allerdings gibt es auch darüber, ich sag mal, geteilte Meinungen. Es gibt ja sogar eine grüne Abgeordnete namens, helft mir, Elisabeth Schröder, die im Endeffekt genau das aufgegriffen und gesagt hat, wir versuchen gerade in der EU eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, damit sich Urteile wie die vom Oberverwaltungsgericht Münster, die letzten 3 Urteile, eben nicht wiederholen, ja, weil die auf dieser Grundlage handeln. Jetzt wird mir Grüne gehen. Diese 3 Urteile basieren ja schon auf der europäischen Rechtsprechung. Genau, und da muss man dann auch so sagen, da hat die Frau Schröder nicht wirklich verstanden, wie das Oberverwaltungsgericht zu diesem Ergebnis kam, weil die haben ja aufgrund der Arzneimittelrichtlinie geurteilt und die ändert sich ja nicht. Das heißt, die können 100-mal sagen, das ist jetzt ein Arzneimittel, dadurch wird es per Definition der Arzneimittelrichtlinie immer noch kein Arzneimittel. Das ist richtig. Dazu müssen sie das Arzneimittelgesetz ändern und das tun sie ja soweit nicht. Ist noch nicht. Wir wollen die jetzt nicht auf Ideen bringen, aber... Nein, sie müssten ja das Arzneimittelgesetz aufweichen. Genau. Und damit hätte ich Arzneimittel, die dann auch verschreibungspflichtig und dann unter Umständen zahlbar sein sind von den Kassen, alles als Arzneimittel deklarieren, was einer E-Zigarette ähnlich ist. Das heißt, jeden Inhalator, der wäre dann ein Arzneimittel. Mhm. Alles, was man, ich könnte ein Kaugummi zum Arzneimittel machen, ganz stinknormal ohne Nikotin.
Ja, das kannst du schon jetzt, wenn du das gerne möchtest, weil es gibt ja auch die Regelung für Präsentation als Arzneimittel, sobald ein Produkt behauptet, dass es irgendwas heilt, darf es auch als Arzneimittel zugelassen werden, wenn man das denn möchte. Das muss ja nicht, man kann ja auch einfach nicht behaupten, dass es was heilt, und die E-Zigarette, die macht diesen Anspruch schon mal überhaupt nicht, dass wir irgendwas heilen. Das hat sogar, ich bin mir ziemlich sicher, das hat nie irgendjemand behauptet, dass es was heilt. Es ist, was behauptet wurde in der Vergangenheit, wohl schon diese Werbung mit von wegen, es ist gesünder, aber genau, also Kamillentee trinken ist auch gesünder als Kaffee trinken, aber deshalb ist Kamillentee kein Arzneimittel. Also, gibt es darüber Studien? Ja, es gibt keine Studien, oh mein Gott, wir müssen Kamillentee als Arzneimittel deklarieren. Weil es gibt keine Studien und man kann das ja auch nur dann sicher herstellen, wenn es ein Arzneimittel ist. Das ist das nächste bekloppte Argument in dieser Frau Schrötter-Antwort, dass ja die Sicherheit nur dann gegeben ist, wenn ein Arzneimittel, das ist überhaupt das, was die Grünen in der EU kommunizieren, dass das halt die Produktsicherheit ausmacht. Genau, ja, wir haben jetzt schon Produktsicherheit. Es gibt jetzt schon Gesetze, denen wir unterliegen und an die sich auch alle zu halten haben. Und also dafür braucht man das Arzneimittelgesetz nicht. Ich weiß nicht, ob jemand heute Spiegel Online gelesen hat. Dort gehen die Grünen in sich, oder die Grünen-Spitze kriegt harsche Kritik, so nach dem Motto, wir sind zu einer Nanny-Partei verkommen und wir haben unseren Reiz verloren. Nein, das fällt den Mitgliedern auf. Das ist auch sehr gut früh. So. Das ist auch gut so. Dadurch dieses Ergebnis aufgestreckt natürlich. Ne? Ja. Aber genau das wäre sehr heilend für Frau Steffen. Ne? Ja. Stefan, welche Parteien hattest du denn jetzt noch gar nicht erwähnt? Ja, ist klar, dass das eine Diskussion darüber ja auch ganz schnell mal dahin führt, wo man eigentlich hin will. Deswegen ist die FDP und die Piraten sind jetzt durchs Raster, also durchs Zeitraster gefallen, ja, und durchs Diskussionsraster. Die sind natürlich jetzt, was die Bundespolitik angeht, auch erstmal raus, natürlich. Das sind allerdings neben den Linken die zwei stärksten Verfechter unserer Argumente, muss man sagen. Wobei die FDP das mehr aus einer liberalen Grundsicht eben fast logischerweise beantwortet hat. Die einfach sagen, ja, solange was nicht illegal ist und nicht irgendwie ganz klar unter irgendwelche Drogenrichtlinien fällt, muss das erlaubt bleiben. Ja, was soll denn das? Das ist klar, liberales Denken. Und die sind natürlich auch der Meinung, es muss erforscht, Risiken gering gehalten und potenziell genutzt werden. Aber grundsätzlich sind sie eher pro E-Zigarette. Und die sind tatsächlich witzigerweise noch eher als die Grünen auf die Idee gekommen, diese Frage nach der Gesundheit, nach der volkswirtschaftlichen Chance gesundheitlich zu sehen. Die Grünen haben das nur absatzorientiert betrachtet und haben gesagt, Absätze interessieren uns nicht. Interessant, ne? Und die FDP meinte, ja gut, wenn gesundheitliche Kosten gespart werden können, das ist zwar nicht absehbar, aber dann ist das ja immer gut. Auch ganz interessant. Die Piraten, ich denke, diejenigen, die sich damit beschäftigen, die wissen, dass die Piraten eigentlich durchweg auf unserer Linie waren. Ich denke, die ganzen Argumente muss ich jetzt nicht nochmal vorkauen, einfach auch um Zeit zu sparen, ohne jetzt den Piraten Unrecht tun zu wollen, weil die haben ja wirklich auch ein bisschen für uns gekämpft, haben es ja leider nicht geschafft. Aber man sollte vielleicht dazu sagen, dass es durchaus eine liberale Fraktion auch im Europaparlament und die vertritt auch diese Meinung, die hier die FDP vertritt. Die sind, um das vielleicht so ein bisschen gegenüberzustellen, wie das Ganze im EU-Parlament aussieht, haben wir, glaube ich, noch nicht oft genug drüber gesprochen. Kann man auch weiterführen, wenn ich daran bedenke, was wir später noch besprechen werden, ist es auch wichtig, dann zu gucken, was denn die Fraktionen im EU-Parlament sagen, und das kann sich durchaus deutlich davon unterscheiden, was auf Bundesebene gesagt wird. Das leuchtende Beispiel dafür sind die Grünen, die auch jetzt im Rahmen des Wahlkampfs häufig gefragt wurden bei Abgeordnetenwatch oder auch zum Beispiel bei der 3-Tage-Wach-Aktion jetzt übers Wochenende vor der Wahl. Gab es eine Wahlkampfveranstaltung, die über 3 Tage ging, wo man den Grünen live Fragen stellen konnte. Die waren per Livestream ständig im Internet, waren in so einer Kuppel eingesperrt und haben dazu
30, 40 Mann Fragen beantwortet und die haben auch tatsächlich jede Frage beantwortet, selbst wenn die Antwort noch so bescheuert war. Auch wenn die Frage noch so bescheuert war. Beides. Und auch da wurde häufig die Frage gestellt, warum denn das so ist, dass gerade in Sachen E-Zigarette die Grünen sich so gar nicht einig sind. Und die Antwort war immer, dass die EU Fraktion durchaus schon unabhängig von den Grünen agiert und das auch darf und das auch so richtig ist. Es wurde auch gefragt, warum Frau Steffens denn da so ausreißt und da wurde immer gesagt, ja, Frau Steffens handelt das eben anders und es wurde sogar einmal gesagt, das finden wir auch gut, dass Frau Steffens so dafür kämpft, aber ja, die sind sich halt nicht einig und können nicht so richtig erklären, warum das so ist. Tatsächlich sind sie im EU-Parlament, scheinen sie sind für uns sehr schlecht zu erreichen, sagen wir mal so. Die Frau Harms ist da die Expertin, der dann alle Grünen folgen. Und die Frau Harms hat sich bis jetzt sehr bedeckt gehalten. Wenn man sie fragt, kommt selten eine Antwort. Sehr selten. Und ja, da kann man, aber man kann inzwischen sagen, sie ist deutlich auf der Seite der Arzneimittelregulierung, auch wenn das lange gedauert hat. Und dazu haben wir dann die EPP-Fraktion und auch ECR. EPP-Fraktion ist zum Beispiel das, wo Frau Sommer ist, das ist die CDU für uns. Die sind gespalten, da gibt es Gegner und Befürworter für die Arzneimittelregulierung. Es gibt auch Leute, die sich noch gar nicht so entschieden haben. Ich habe zum Beispiel gestern erst eine Antwort von einem CSU-Menschen bekommen, der mir sagte, dass er sich noch nicht positioniert hat. Und ja, da ist auch Herr Florenz, den kennen wir auch alle. Wir wissen auch alle, was der sagt. Ja, ja, und dann haben wir in der EU noch die S&B-Fraktion, das sind die für uns die SPD, mit Frau McEwen, Herrn Grote, die sind geschlossen. Also da gab es wirklich meines Wissens nach noch keine für uns positive Antwort, zumindest seit der Abstimmung nicht mehr. Vorher war Herr Grote ja da anderer Meinung, das hat er sich ja gespart, da jetzt noch drauf einzugehen, was er da vorher gesagt hat. Ja, und dann gibt es tatsächlich, jetzt sagtest du eben die Linke, mit denen habe ich mich noch so richtig befasst, muss ich sagen. Die fallen bei mir immer im Denken etwas raus. Ich weiß auch nicht, warum. Mit denen tatsächlich wir leider reden. Entschuldigung. Ja, tatsächlich gibt es auch eine linke Fraktion. Und tatsächlich haben die 35 Sitze im EU-Parlament. Ich habe gerade noch mal ganz fix nachgeschaut. Und wir haben 8 deutsche Linke. Aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie die stehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir noch untergegangen. Ja, also ich denke mal, man kann festhalten, dass man wirklich von der Bundesparteisicht eben überhaupt nicht auf die EU-Positionierung schließen kann. Das macht die Sache nicht gerade einfacher für uns. Mhm. Und die Einschätzung natürlich auch nicht. Also wir können im Moment, wenn wir uns die wahrscheinliche Regierung in Deutschland für die nächsten 4 Jahre ansehen, halt leider davon ausgehen, CDU, CSU hätte ich als halben Befürworter oder zurückhaltenden, als zurückhaltende Partei gewertet. Die SPD ist im Prinzip eben auf dieser Arzneimittelschiene. Also das sieht eigentlich gar nicht gut aus, muss ich sagen. Deswegen ist es auch so wichtig, die EU-Gesetzgebung in die richtigen Bahnen zu lenken. Weil davon hängt alles ab. Gut, damit kämen wir eigentlich, da sagst du genau das richtige Stichwort. Das ist der nächste Punkt, auch wenn die Wahl jetzt hier in der Deutschland gerade frisch über die Bühne gelaufen ist und die Koalitionsverhandlungen laufen. Aber der nächste Meilenstein, den wir in der EU-Seite haben, ist der 8. oder der 7. Oktober. Ich weiß nicht genau, wie die da die Termine sind. Sprich, wo das, was das Envy-Zeus da verabschiedet hat, dass das durch das Parlament nicht gewunken wird, will ich nicht sagen, aber gelesen und gehört wird. So, und das ist nochmal eine richtige Chance, gerade mit dem Rückenwind, den wir aus letzter Woche bekommen haben vom Oberverwaltungsgericht Münster. Ja, das ist nochmal ein Wink, ein Schubs, den man mitkriegen kann. Und genau das, diese Abstimmung von dem Envy-Ausschuss darüber am 8. Oktober, das war auch Thema. Übrigens letzte Woche bei Dave Dorn in seiner Sendung VT Talk hat er 5 Punkte rausgearbeitet, die er zusammen mit Clive Bates
besprochen hat. Oder so. Also die 5 Punkte, mit denen man jetzt, wenn man seinen MEP anschreibt oder die MEPs seines Landes anschreibt, die jetzt in der Situation, in der wir uns befinden, strategisch wichtige Argumentationspunkte sind. Und die wollen wir mal ganz kurz uns nochmal angucken, was das für Punkte sind. Wir haben da etwas vorbereitet und ich hoffe, dass es mir gelingt, das jetzt auch zu zeigen. Ich warte mal nochmal 2-3 Sekunden. Oh, es sind 6? Es sind 6 Punkte. Warum, werden wir gleich sehen. Ja? Gut. Also der erste Punkt, jetzt habe ich ein bisschen Probleme, das zu lesen. Der erste Punkt. Soll ich jetzt vorlesen für dich? Ich kann es nicht so gut lesen hier, weil ich diese Vorschau habe. Genau. Der erste Punkt heißt, eine Regulierung als Arzneimittel zerstört die Auswahlmöglichkeiten. Jetzt ist es ja so, die E-Zigaretten der letzten 6 Jahre, Pi mal Daumen, wurden von Moddern und Freaks, so sage ich das mal frei heraus, erstellt, die selber Dampfer sind und wissen, wie man eine gute E-Zigarette baut. Jeder Dampfer wurde dadurch in seinen individuellen Anforderungen an seine persönliche Dampfer, an sein Dampfverhalten, wurde er bedient. Dieses Wissen würde nach einer Regulierung völlig untergehen und komplett ausgelöscht werden. Würden zukünftig E-Zigaretten von Großkonzernen wie Pharma- oder Tabaklobby hergestellt, geht die absolute Attraktivität, das Sex-Appeal und die Innovation würde dadurch komplett verloren gehen, weil sie nicht mehr von den Insidern, von den Moddern selber gebaut werden, die selber dampfen. Ja? Ja. Zweiter Punkt. Die Regulierung als Arzneimittel bedeutet ein de facto Verbot der meisten Produkte. Jede Kombination aus PGVG-Verhältnis samt Aroma und Nikotinanteil müsste jeweils einzeln lizenziert werden, was mehrere Billionen von Euro kosten würde. Diese Kosten werden nicht von dem Tabak- und Pharma-Konzern, ich lese hier was ab, das habe ich mir gerade verlesen. Diese Kosten werden nicht von den Tabak- und Pharmakonzernen investiert. Somit würde sich das derzeitige Angebot auf ein Minimumangebot reduzieren. Somit entfällt auch das individuelle Mischungsverhältnis, das derzeit die Liquids für uns so attraktiv macht. Und das soll auch, ich erkläre es lieber schnell auf der Tonspur, bevor ihr alle rätselt, das soll so der linke und der rechte Regenbogen darstellen. Links ist es wirklich eine Produktvielfalt und rechts ist es einfach ein grauer Industrie-Mismatch. Wieso ist das nicht schwarz und rot? Dritter Punkt, der so herausgestellt wurde als Argumentationspunkt. Eine Arzneimittelregulierung würde bedeuten, dass E-Zigaretten wesentlich schwerer zu kaufen sind als Tabakzigaretten. Tabakzigaretten gibt es jetzt überall rund um die Uhr zu kaufen, ob im Supermarkt, im Automaten, am Kiosk oder wo auch immer, in jedem beliebigen Bauchladen. Würden die E-Zigaretten nur in Apotheken verfügbar sein, dann wäre die Verfügbarkeit eben im Gegensatz zur Tabakzigarette unverhältnismäßig stark reduziert und Dampfer, dem spontan sein Liquid ausgeht, würde Gefahr laufen, wieder zur Tabakzigarette zurückgreifen zu müssen. Das, denke ich mir, das Argument kennt jeder leibhaftig. Oh ja. Der vierte Punkt, eine Arzneimittelregulierung der E-Zigarette begünstigt die Zigarettenindustrie. Diesen vierten Punkt, den mag vielleicht viele MEPs interessieren, denn eine Arzneimittelregulierung würde zugunsten der Tabakindustrie ausfallen. Warum? Es gibt immens hohe Kosten. Es gibt immens hohe Kosten. Also es müssen medizinische Tests gemacht werden. Es müssen fortlaufende systematische Überwachung stattfinden von dem medizinischen Produkt, die der Sicherheit anbelangen. Es kann nur Fachpersonal verwendet werden, was damit hantiert. Es müssen genehmigte Zulassungen von Verpackung und Werbung in Umlauf gebracht werden. All dieses betrifft die Tabakindustrie nicht. Ja? Also die würde davon wirklich profitieren. Und tatsächlich wäre es auch nur die Tabakindustrie, die so etwas leisten könnte. Das heißt, sie würden auch noch Alleinverdiener an dem Produkt E-Zigarette werden. Nachdem ja, wie wir eben schon gesagt haben, alle anderen das sich nicht leisten können, die Tabakriesen könnten es.
Ja. Wenn aber warum sollten leisten sie? Kann, ja, warum sollten sie? Sie könnten, wie Marc das eben schon sagte, halt ein Produkt mit ganz wenig Vielfalt herausbringen und hätten aber so auf beiden Ebenen, wären sie dann diejenigen, die dann verdienen, und zwar als Einziger. Sie haben dieses Produkt ja schon, das gibt es ja in England, ja. Und ja. Das ist ja so gestaltet, dass es nicht vernünftig funktioniert. Und das ist ja auch genau der Sinn des Ganzen. Wenn das genau. zugelassen wird und funktioniert nicht richtig, dann haben sie ihre Kunden ja wieder. Genau, also die haben dann sozusagen den Effekt, diejenigen, die neugierig sind und es ausprobieren wollen, die kaufen das einmal, werden feststellen, das funktioniert nicht und wieder zurückgehen. Aber das Nicht-Gleichbehandlungssystem, das ist schon das ist ein sehr gutes Argument, weil es geht ja darum, dass hier zwei Industrien, wenn man jetzt mal die E-Zigarette als kleine Industrie sieht, gegeneinander stehen und der eine begünstigt wird, weil er keine Zulassungen braucht. Und das gefährlichere und gesundheitsschädlichere Produkt hat, der das nicht so schädliche hat, muss teure Zulassungen haben. Das kann eigentlich nicht sein. Nee. Genau dieses Argument, das finde ich sehr gut und sehr wichtig. Ja. Ich mache mal weiter im nächsten Punkt. Fünfter Punkt. Eine Arzneimittelregulierung kreiert ungewollte Konsequenzen. Eine Konsequenz zum Beispiel wäre, dass die jetzigen Hersteller, also Stand heute, vor einer Regulierung, die heutigen Hersteller der E-Zigaretten, die würden ausnahmslos alle pleite gehen, weil sie sich das nicht erlauben können finanziell. Wenige große Hersteller der regulierten E-Zigarette in Anführungszeichen erfüllen die neuen Herstellungsauflagen, ohne dass primär die Anforderungen der Dampfer dabei berücksichtigt werden. Das, was die produzieren würde, das würde uns wahrscheinlich Scheißdreck interessieren, weil das einfach nicht die Vielfalt hat und uns nicht primär einfach schmecken würde. Ja? Es ist offensichtlich, dass ein Schwarzmarkt klar entsteht, der Nikotin in den Umlauf bringt, dessen Qualität unkontrolliert und gefährlich ist. Wer sich für eine medizinische Regulierung von der E-Zigarette entscheidet, nimmt diesen gefährlichen Schwarzmarkt mit seiner Kriminalität für den Verbraucher billigend in Kauf. Das muss man ganz klar sehen. Viele potenzielle Dampfer kommen somit erst gar nicht in die Lage, zur E-Zigarette zu wechseln, sondern bleiben bei der Tabakzigarette. Das bedeutet den größten Verlust für die öffentliche Gesundheit. Ja? Diesen Punkt, den kann man bestimmt noch weiterführen. Es gibt noch eine Menge anderer Konsequenzen, die dahinter stecken würden, wenn das echt zu so einer bescheuerten Regulierung kommen würde. Ja, und das Problem daran ist, dass wir vermuten, dass die MEPs entweder das nicht bedenken und deshalb ungewollte Konsequenzen, oder dass sie es wollen. Wir glauben an das Gute im Menschen und gehen einfach mal davon aus, dass sie es nicht wissen. Und dass sie das sich nicht vorstellen können, was das für ungewollte Konsequenzen haben kann. Und deshalb müssen wir sie darauf aufmerksam machen, dass das passieren könnte. Es wird immer wieder geschrieben, dass die E-Zigarette immer vorzuziehen werde, selbst von den Grünen, selbst von den Roten. Die schreiben, die wollen die E-Zigarette. Und die Konsequenzen aus dieser Regulierung ist denen, glaube ich, im Großteil nicht klar. Mhm. Zumindest denen, die ihren Experten folgen, die sich ja nicht damit beschäftigt haben. Mhm. Denen wird nicht klar sein, was sie damit anrichten können. Und deshalb ist das ein wirklich wichtiger Punkt. Genau. Alle Punkte eigentlich, aber du hebst es hier gerade nochmal heraus. Das ist die Intention gewesen der letzten Sendung von letzter Woche Mittwoch bei VT Talk. Genau diese Punkte nochmal ganz klar in einem Anschreiben an MEPs herauszustellen, damit sie richtig informiert werden. Ne? Also so wie man es vorher auch hier im innerdeutschen Umfrage, Zweister, was du vorhin erzählt hast von der vor der Wahl, was man da sehen konnte, ich behaupte mal, die meisten Deutschen als auch die meisten EU-Politiker, die wissen gar nicht, was da für ein Potenzial hintersteckt. Ich bin da ziemlich überzeugt von. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Masse da nochmal hinschreiben, dass es bei denen ankommt, dass es klingelt. Ja? Das ist echt ein wichtiger Punkt. Das war Aufzählungspunkt Nummer 6. Eigentlich waren es 5 Punkte letzte Woche, Mittwoch. Aber
Diesen sechsten Punkt wollen wir auch natürlich nochmal mit reinbringen, die drei Urteile vom Oberverwaltungsgericht in Münster, die ganz knapp zusammenfassend beschreiben, dass nikotinhaltige Flüssigkeiten keine Arzneimittel sind und dass die E-Zigarette selbst kein Medizinprodukt ist. Das gibt auch nochmal Rückenwind, das ist auch nochmal ein Argumentationspunkt wert, wenn man seine MEPs anschreibt, egal ob sie aus Deutschland kommen oder sonst wo aus der EU herkommen. Ja, und das war es eigentlich. Also das Ganze war, wichtig, genau. Ach ja, ne? Ach ja, genau. Ach ja, da war noch was. Was also auch noch wichtig ist, so als kleines i-Pünktchen, was das Ganze auch noch ausmacht, wenn man ein Foto von sich selber und seiner Dampfe mit in das Anschreiben mit reinlegt, hätte ich beinahe gesagt, oder mit dazu nimmt, dann hat das Ganze eine sehr authentische Wirkung. Ja. Also, beweist, dass wir nicht AstroTurfs sind. Genau. Und es beweist, dass die Vielfalt der Geräte unheimlich groß genau. ist, weil die werden vermutlich kein Foto kriegen, es sei denn, es gibt unheimlich viele Warmo Plus Pro Tank Besitzer. Aber selbst da sieht man bei mir, ich habe noch ein farbiges Drip-Tip drauf, das in der Kombination und in Kombination mit meinem eigenen Liquid. Sowas gibt es kein zweites Mal. Das müssen die sehen, dass alle Geräte verschieden sind und das ist sehr wichtig. Warum reden wir da jetzt überhaupt drüber? Wir wollen euch dazu aufrufen. Schreibt euren MEP. Macht das und nehmt, wir stellen euch diese Punkte als Grundlage sozusagen zur Verfügung. Wir werden auch noch zu einem Dokument verlinken, wo das Ganze ausführlich nochmal aufgeschrieben ist, wo ihr euch rauspicken könnt, was ihr für euch am wichtigsten haltet. Und dann schreibt ihnen, macht ein Foto, schreibt denen dahin. Das ist wenn wir das jetzt nicht machen, haben wir keine Chance mehr dazu. Das Ende der Amendments-Einreichung ist am 2. Oktober, das ist schon nächste Woche. Und die Abstimmung ist schon übernächste Woche. Und wir haben, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Der Wahlkampf ist vorbei, das heißt, die Deutschen haben jetzt auch einen Kopf dafür, das zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Und wir müssen die dazu bringen, sich damit zu beschäftigen. Genau. Wichtig wäre noch zu verlinken, wo man die Mailadressen der Abgeordneten herbekommt. Genau. Das werden wir auch machen. Genau, da gibt es im Forum im ERF gibt es eine MEP-Database, wo, also das ist eine Tabellenkalkulation, wo die ganzen E-Mail-Adressen drinstehen. Genau. Sortiert nach Partei als auch nach Mitgliedsstaat. Ja, gut. Zu guter Letzt nochmal der Hinweis, was die eigentliche Quelle dieser Präsentation ist. Wie gesagt, die VT-Talk-Ausgabe von letzter Woche Mittwoch, die natürlich auch noch sich jeder angucken kann. Und Lilly hat einfach eine Zusammenfassung gemacht von auf Deutsch von den Punkten. Neben diesen 5 Punkten, die dort als Schlagworte aufgeführt sind, ist da auch nochmal eine gute deutsche Ausführung, die diese Sendung einfach nochmal im Deutschen wiedergibt. Genau. Und wir wollen das auch gar nicht so kopieren. Die Argumente ändern sich ja nicht. Die Argumente kannten wir ja auch vorher schon. Das sind die Argumente, die wir seit Wochen im Prinzip überall hoch und runter beten. Und wir haben es jetzt so ein bisschen zusammengebracht, das ist an einem Punkt zu finden. Natürlich findet ihr auch noch ganz viele andere Sachen. Heute ist zum Beispiel, heute hat Rursus zum Beispiel einen neuen Beitrag übersetzt zum Thema Schwermetalle im Liquid, wo ganz klar herausgestellt wird, wie da gelogen wird, wenn das verglichen wird mit Trinkwasser, dass die Menge gar nicht in irgendeinem Verhältnis steht, weil man viel mehr Wasser trinkt, als Liquid verdampft. Und man würde mit der Wassermenge, die man eigentlich trinkt, nimmt man viel mehr Schwermetalle auf, als in Liquid drin sind. Und der Vergleich ist einfach falsch. Ne? Das ist manipuliert. Der Vergleich ist einfach falsch. Mhm. Sowas, wenn man mehr so der Mensch ist, der auf wissenschaftlicher Ebene argumentieren möchte, das ist auch eine gute Quelle, wo man den MEPs sagen kann, ihr kriegt so und so Informationen und guckt euch an, das ist falsch, was ihr für Informationen bekommt. Es ist
auch diese Geschichte mit Formaldehyd und mit was da noch alles drin gefunden wurde. Oder Studien, die falsch ausgelegt werden, wie die Jugendlichen, die angeblich als Einstiegsprodukt die E-Zigarette nutzen. Da hat Fasalinus sehr viel so gemacht. Ihr findet da ganz viel, und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwas nicht findet, dann sprecht uns einfach an, dann helfen wir euch, das zu finden. Auf jeden Fall ist wichtig, dass alle, die Zeit und Lust und Energie haben, und auch die, die keine Energie haben, alle gefälligst schreiben jetzt ihren MEPs. Das ist einfach unheimlich wichtig. Denen es wichtig ist, mein Gott, dass die Sachargumente liegen ganz klar auf unserer Seite. Genau. Recht haben und Recht zu bekommen sind zweierlei verschieden Paar Schuh. Jetzt am 7. oder am 8. Oktober ist der Punkt, wo eine nächste Stufe in der EU erreicht wird, wo erneut abgestimmt wird, wie es da weitergeht. Das ist ein wichtiger Meilenstein, und so eine Mail-Aktion, zu der wir schon wieder aufrufen, weil sie wichtig ist, da möchten wir euch alle zu anhalten und ermuntern, da einfach mitzumachen, damit der Punkt vernünftig entschieden wird und nicht aus anderen Gründen, die irgendwie mehr der Tabak- oder der Pharmalobby dahinter stecken. Ja? Genau. Und ihr müsst auch keine Angst haben, dass das irgendwie schwierig ist oder so. Das ist ganz einfach. Ich habe es gerade gemacht. Ganz unabhängig von unserer Sendung, ehrlich gesagt auch. Da war nämlich noch gar nicht klar, dass wir da so intensiv drüber sprechen heute. Ich habe am Donnerstag, als World Vaping Day war, habe ich zu Anlass genommen, meine E-Mail an die MVPs zu schreiben. Das hatte ich schon länger geplant, und ich habe mir dann gedacht, an alle Deutschen. Mhm. Und ich habe mir schon länger vorgenommen gehabt, dieses an diesem einen Tag zu machen, weil ich einfach da eine schöne Einleitung hatte, dass heute ja World Vaping Day ist. Und so habe ich mich hingesetzt, habe das geschrieben, und was auch wichtig ist, dass ihr zeigt, dass ihr eine Persönlichkeit seid. Vielleicht beschreibt, wie ihr zum Dampfen gekommen seid. Oder warum euch dieses Thema so wichtig ist. Einfach zu erklären, was euch dazu im Prinzip befähigt, jetzt dahin zu schreiben. Also warum ihr da auch Ahnung von habt. Weil das ist auch ein wichtiger Punkt, zu zeigen, ich habe da Ahnung von, und ich möchte einfach nicht, dass das verschwindet. Und das war wirklich gar nicht so schwer. Das heißt halt so, wissen darf die ganzen E-Mail-Adresse rauszusuchen, den Vorteil habt ihr jetzt, ihr habt sie serviert. Ja. Ich habe mir die alle einzeln ausgesucht. Und aber auch das ging ganz schnell. Und das ist lustig. Das ist wirklich lustig zu sehen, wie die Leute da alle so heißen. Also ich habe manchmal hier gesessen und habe mich wirklich darüber amüsiert, wie die so heißen. Ja, ich habe inzwischen auch einige Antworten gekriegt, einige positive, einige negative. Ich habe eine Antwort fand ich ganz toll, da hat mir jemand geantwortet von der FDP, dass sie das super fand, dass ich alle angeschrieben habe und dass sie weitere Informationen aus meiner E-Mail gezogen hat. Und dabei muss man aber sagen, so viele tolle neue Sachen habe ich da jetzt auch nicht drin geschrieben. Also für dich vielleicht nicht, aber für den Leser schon. Ne? Für mich nicht, nein, und auch für uns alle wahrscheinlich nicht. Aber deshalb, man kann nicht voraussetzen, dass sie das alles wissen, was wir wissen. Und das ist wirklich interessant zu hören, dass man da noch jemanden aufklären konnte, und das fand ich sehr gut. Inzwischen habe ich so ungefähr 10 Antworten gekriegt. Ja. Ne? Aber selbst wenn wir sie nur dazu bringen, dass sie sich einfach nochmal beschäftigen, dass sie sehen, oh Moment mal, da läuft irgendwas schief. Genau. Weil im Moment gehen wir davon aus, dass sie ihren Experten hinterherrennen, sozusagen, auch wenn das sich jetzt salopp anhört. Den blinden Vertrauen. Ja. Also es ist schon erstaunlich, dass Abgeordnete sich über private E-Mails antworten, dass sie etwas noch rauslesen. Denn wenn ich schaue, was wir schon alles geschickt haben, und wenn ich schaue, dass Frau Dr. Sommer in ihren Statements im Bericht aus Straßburg fast 1:1 unsere Worte benutzt, dann kommen unsere Mails auch an. Das heißt, es kann sich kein Abgeordneter mehr rausreden. Das habe ich nicht gewusst. Es ist nicht eine Mail, es sind viele. Es ist nach der Sommerpause rausgegangen. Und die können unseren Namen wahrscheinlich schon nicht mehr sehen. Sie können nicht behaupten, sie hätten das nicht gewusst. Mhm. Ja.
Gut, also wir können einfach nur noch mal dringlichst bitten, alle da mit ins Boot zu nehmen, weil es jetzt wieder so ein Punkt ist, es in 2 Wochen liegt diese Entscheidung an und die Meinungsfindung findet jetzt hier und heute in den Tagen statt. Richtig. Ja. Gut, also wer da mitmacht, der nimmt an der wichtigen Einflussnahme mit teil und wir sagen einfach mal Danke, wer da mitmacht. Genau. Wer sonst sagt Danke? Wenn du ich sonst, da, wenn ihr das, wenn ihr das da gern, hat, ja. Ich würde da gerne noch mal was zu sagen. Diese 5 Punkte oder 6 Punkte, die es jetzt geworden sind, bitte nicht hintereinander in eine E-Mail schreiben, jeder mit eigenen Worten, sondern entweder mischen oder bestimmte, die eigentlich liegen, weglassen. Das kommt nicht gut, wenn jeder, das kommt, ja, das lieber sagen. Es kommt nicht gut, wenn jeder das so lange abarbeitet einfach. Genau. Das ist das, was man hat, wenn man ein Blatt Papier vor sich hat. Man ist gewillt, das auch in dieser Reihenfolge dann zu schreiben. Mhm. Lieber die Sachen, wo man nicht so viel Worte für findet, weglassen. Dafür die anderen, wo man sich mit identifizieren kann, schreiben. Ganz genau. Sucht euch das aus, womit ihr euch wohlfühlt. Es muss individuell aussehen. Ja. Genau, sucht euch das aus. Es muss individuell sein. Ja. Und sucht euch das aus, was, womit ihr euch wohlfühlt und womit ihr, wo ihr auch hintersteht. Wenn da jetzt was frei ist, wo ihr nicht so viel Ahnung habt oder wo ihr nicht so richtig wisst, was ihr da jetzt dazu sagen sollt, dann ist das kein Problem, dann sagt es jemand anders. Das ist nicht schlimm. Aber die Masse zählt hier, die Masse von uns, die wir uns jetzt gegen die, insgesamt sind es ungefähr knapp 800 Personen aus der EU, die dieses Parlament bilden und die darüber eine Lesung haben und darüber abstimmen werden. Knapp 800, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, sind das. Und davon sind es ungefähr 100 Deutsche, wenn ich das auch... 99. Na gut, das sind knapp 100, ja. Also wer da im Englisch, wer im Englischen einigermaßen unterwegs ist, haut den Rest auch noch raus an die 700. Richtig. Und powert die auf Englisch an. Ich glaube, da ist Grammatik nicht so der Punkt, der gesehen wird. Lieber kurz und bündig mit einem klaren Statement. Ganz im Gegenteil. Also ich bin sogar der Meinung, dass wenn da, gut, man sollte schon darauf achten, dass man sich möglichst fehlerfrei ausdrückt natürlich, aber wenn da ein paar Rechtschreibfehler drin sind, ganz im Gegenteil, das erzeugt eher ein persönliches Bild, glaube ich. Ja, ja. Also gerade im Englischen sind alle Parlamentarier, die Italiener können auch nicht so gut Englisch, also die sehen darüber hinweg, ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir alle erreichen. Und richtig. Ja, wirklich deutlich machen, dass man hier über Menschen entscheidet. Ja, das, ja. Und ich sage immer, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Irgendwann, es kann ja auch der umgekehrte Effekt entstehen, die sagen, Mensch, lasst uns endlich in Ruhe mit dem Mist, wir streichen das aus der TPD-2, dann haben wir Ruhe. Auch ja, das wäre auch voll. Das wäre natürlich super, das wäre das beste Ergebnis, was wir uns überhaupt wünschen können. Genau. Egal auf welchem, ob es über Argumente oder über Masse kommt. Genau, was ich noch euch sagen möchte, ist, wenn ihr das macht und wenn ihr schreibt, lasst uns daran teilhaben. Schreibt es in die Foren, was ihr geschrieben habt oder auch nur, dass ihr geschrieben habt, um einfach auch noch Leute mitzuziehen. Vielleicht gibt es noch Leute, die sich noch nicht so richtig entschieden haben und wenn die sehen, hey, da haben jetzt 10 Leute eine E-Mail geschrieben, jetzt traue ich mich auch. Einfach, damit wir uns auch zeigen, dass wir da sind, weil viele manchmal das Gefühl haben, es sind nur Einzelne und dann bringt das ja eh nichts, wenn ich das auch noch mache. Wenn wir uns auch gegenseitig zeigen, dass wir was tun, dann tun auch noch mehr. Das darf ich mir ganz gut vorstellen. Es motiviert nicht unbedingt, was man geschrieben hat, weil dann ist dieser Effekt des Abschreibens wieder so groß, dass es die falsche Wirkung hat. Ich glaub, manchmal braucht aber auch Inspiration, glaube ich. Wenn der dann liest, was der andere geschrieben hat, dann fällt ihm eher ein, was er schreiben könnte. Ich glaube, bevor wir jetzt in weitere Details verfallen, was man tun und was man lassen sollte, hören wir lieber auf. Hauptsache, es wird geschrieben. Es wird geschrieben. Genau. Das ist das Wichtigste einfach. Ja. Wer nicht schreibt, dem komme ich dahin. Oh, Herr. Wir überziehen heute einfach ein bisschen, wie schon gerade zu sehen war. Ich möchte aber die restliche Zeit, die wir noch haben, einfach nochmal nutzen, den dritten Teil heute auch nochmal anzusprechen. Und zwar haben wir heute, bitteschön, zum ersten, stimmt nicht ganz, zum ersten Mal haben wir 2 Personen aus der IGED, Annette und Volkmar. Vielleicht könnt ihr beiden einfach mal sagen, für die Leute, die es noch nicht wissen, so, was eigentlich die IGED ist, was ihr im Moment macht, gerade im Moment, weil es eine heiße Phase ist, wo ihr Unterstützung braucht,
ja, wie es auf der Dampfermesse aussieht, ich weiß nicht. Ja, ich einfach mal sagen. Was ist die IGED? Ich habe sie noch nie gehört. Was ist das? Ich fange mal an. Oder Annette. Ladies ja, nee, first. Ich wollte nur Hallo sagen, wollte aber dir das Wort übergeben, weil ich habe sehr instabile Technik und deswegen wäre mir das lieber. Gut. Jo. Dann fange ich mal an. Die Interessengemeinschaft E-Dampfen e.V. ist der erste deutschsprachige Verein, der sich als Konsumentenverein unabhängig von jedem Hersteller gegründet hat. Wir arbeiten alle ehrenamtlich, wir kriegen kein Geld dafür. Wir finanzieren uns ausschließlich aus den Spenden und aus den Mitgliedsbeiträgen. Mhm. Also vorneweg. Unser oberstes Ziel derzeit ist logischerweise das, was hier die ganze Zeit diskutiert wurde, diese TPD2 in ihrer jetzt vorliegenden Form zu verhindern. Wir wollen also nicht, ebenfalls wie ihr nicht, dass die E-Dampfe zur Arznei wird. Derzeit haben wir zwei Aktionen, die wir pushen. Zum einen haben wir, das ist heute auch schon angesprochen worden, die Pressemitteilung des Oberverwaltungsgerichtes in Münster versucht juristisch einwandfrei, oder wir haben es gemacht, wir haben es nicht versucht, wir sind sogar schon fertig, ins Englische zu übersetzen und die deutsche und englische Fassung an alle MEPs zu senden. Was noch nicht ganz fertig ist, ist das Vorwort. Und wir erhoffen uns damit, dass es in den Köpfen Klick macht, halt, hier wird etwas Rechtswidriges entschieden. Denn es steht eindeutig in der Pressemitteilung des Oberverwaltungsgerichts drin, dass sie sich auf europäisches Arzneimittelrecht berufen. Und da ist unsere Hoffnung, dass wir mit diesem einen Argument mehr erreichen, als wenn wir in der ganzen Breite, was wir ja vorher schon gemacht haben, erklären, warum die E-Zigarette so gut ist und warum man sie nicht verbieten sollte. Ich glaube, das haben wir gebetsmühlenartig schon durch. Dieses Urteil erlaubt es uns jetzt nochmal, eine andere Mail auf eine andere Art und Weise an alle MEPs zu schicken, übersetzt für die ausländischen, also nicht deutschsprachigen MEPs. Mhm. Das ist unsere jetzige Aktion. Ich vermute, dass die E-Mail noch diese Woche rausgeht. Das ist jedenfalls unser Ziel. Das Zweite, was wir haben... Also das finde ich sehr gut, echt. Ja, ja, kann ich nur unterstützen, wirklich, sauber. Das Zweite, was wir haben, wir werden auf der Dampfermesse in Oberhausen sein. Wir haben dort einen Informationsstand. Mhm. Der ist nach den Angaben der Messeleitung sind wir im ersten OG an der Fensterfront in etwa in unmittelbarer Umgebung von Dampferhelfen Dampfer. Sag nochmal ganz schnell, wann die Dampfermesse ist, wer es nicht weiß. Die ist am 12.10. in Oberhausen. Mhm. Zweite Dampfermesse in Deutschland. Zweite Dampfermesse in Deutschland und aus gegebenem Anlass haben wir uns entschieden, wieder dort zu sein. Wir waren letztes Jahr auch dort. Mhm. Und wir werden mit wechselnden Mitgliedern an dem Stand Dienst tun, sage ich mal so, und werden für Fragen dort da sein und werden Unterhaltungen führen und versuchen auch noch Leute, die dort als reine Konsumenten kommen, davon zu überzeugen, etwas zu tun. Ob als Mitglied in unserem Verein oder selbstständig, das ist eigentlich egal. Für uns zwar nicht ganz. Kann ich kurz eine Frage aus dem Chat vorlesen? Die zweite Frage von Ellen Fletcher, sie fragt, hat die IGED sich an der SWOF-Kampagne Smoke Without Fire von Annie Sudden, hat die IGED da teilgenommen? Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich bin seit 3 Monaten dabei, müsste ich nachfragen. Okay. Ich habe jedenfalls nichts darüber gelesen in unserem Arbeitsforum. Aber ich bin auch nicht so in die Tiefe gegangen im Arbeitsforum bisher. Wo wir gerade über die SWOF-Kampagne sprechen, möchte ich einmal eingrätschen. Genau. Heute gab es ein neues Video der SWOF-Kampagne, die nochmal unsere Argumente aufgreift und nochmal ganz klar zeigt, warum die Tabakproduktrichtlinie der Tabakindustrie in die Hände spielt.
ganz, ganz tolles Video, auch ganz kurz, 3,5 Minuten, glaube ich, oder 4. Und da sind unter anderem auch Bilder der deutschen Dampfer-Demo in Berlin drin. Mhm. Also das lohnt sich, das anzugucken. Wenn ihr jetzt gleich mal guckt und guckt das an, verteilt das auch an die MEPs meinetwegen. Das ist ein ganz, ganz tolles Video geworden. Gut. Danke für den Hinweis, fand ich auch heute sehr gut. Passt auch gut in die 5 Argumentationen mit rein. Das genau. heutige Video von der SWOF-Kampagne. An euch beiden nochmal bitte, weil wir jetzt doch so ein bisschen eng werden mit der Zeit, auch wenn wir freizügig überziehen. Was braucht die IGED? Also, wir brauchen Mitglieder. Mhm. Wir sind jetzt in dem zurückliegenden Jahr, das war sehr, sehr hektisch, haben wir alle unser letztes bisschen Freizeit geopfert, um mit einem relativ kleinen Stab sehr viel zu erreichen. Wir sind und wir haben erreicht, dass wir im Transparentregister der EU stehen. Wir werden also eingeladen zu Tabakkonferenzen. Wir gelten in der EU, und das haben wir von mehreren MEPs schon bestätigt bekommen, als der Konsumentenverein in Europa. Als unabhängig, uns glaubt man die Unabhängigkeit, und das alles spielt sich mit 15 Leuten an. Also wir haben zwar mehr Mitglieder, um Gottes Willen, wir sind nicht nur 15 Mitglieder, aber 15 aktive Mitglieder, die hier dafür sorgen, dass dieser Schriftverkehr geführt wird. Wir kommunizieren auch hin und her mit den Abgeordneten. Wir haben ein Arbeitsforum. Also das ist kein Forum im herkömmlichen Sinne wie das ERF oder Dampfertreff. Wir unterhalten uns nicht über Verdampfer, sondern das sind zielgerichtete Sachen. Mhm. Und wir brauchen eigentlich Leute, die uns helfen, die uns aktiv helfen. Wir brauchen auch normale Mitglieder, die vielleicht nur lesen möchten, die sich einbringen möchten ab und an. Aber wir brauchen auch Leute, die uns unterstützen, dass wir nicht in der Zwickmühle sind. Wir hatten jetzt einen, der ist krank gewesen. Wir hatten niemanden, der unsere Übersetzungsprobe lesen konnte. Das war einfach mal so eine Situation, wo wir sagten, hier müssten wir breiter aufgestellt sein. Ganz kurz noch jetzt zuletzt bitte, wie wird man Mitglied? Also man kann sich auf unserer Homepage anmelden, www.ig-ed.org. Und dort kann man das Formular ausfüllen. Der Jahresbeitrag beträgt 30 Euro. Mit diesem Beitrag werden beispielsweise Pressemitteilungen finanziert. Wir gehen also sehr sparsam damit um. Aber so eine Pressemitteilung, um dann nur eine Zahl zu nennen, kostet roundabout 500 Euro. Und das ist nicht aus der hohen Hand zu schütteln. Wir haben auch Spenden, aber wie gesagt, das muss alles davon finanziert werden, und dort kann man ganz normal ausfüllen. Man kann auch bei der Dampfermesse zu uns kommen, Formular ausfüllen, und dann wird man automatisch auch Mitglied in unserem Arbeitsforum. Dort kann jeder lesen, ganz transparent, was wir tun. Also da ist eine hohe Transparenz, auch wenn es manchmal Streitereien unter den Leuten gibt für den richtigen, ob der Weg richtig ist, den wir gerade machen oder nicht. Das ist halt ein reines Arbeitsforum. Also, das ist so organisiert wie das ERF, so kann man sich das vorstellen. Das ist organisiert wie das ERF, das ist der gleiche Forensoftware wie das ERF, sagen wir es mal so. Organisiert ist es sicherlich anders. Wir haben auch mehr vom Optischen, okay. Vom Optischen ist es original, das ist die gleiche Forensoftware. Also wie gesagt, wir sind zufrieden und glücklich über jedes neue Mitglied. Hauptsächlich benötigen wir arbeitende Mitglieder. Wir können als Verein nichts bieten außer Arbeit. Ja, aber ein was finde ich nochmal wichtig zu sagen aus Sicht von einem Außenstehenden. Ich bin da zwar auch Mitglied drin, aber ich bin nicht aktiver Mitglied, so wie du es bist. Wichtig zu wissen, finde ich, das ist zwar ein Verein, der uns vertritt, aber man muss einfach mal ganz klarstellen, die Jungs und Mädels, die da sind, die machen das alle für lau. Ja. Die machen das so, wie wir das hier auch machen, aber wir haben im Grunde genommen haben wir die gleiche Intention, wir machen nur was anderes hier. Ich meine, das, was ihr macht, man kriegt da vielleicht nicht alles mit, was ihr macht. Die Homepage alleine zu bestreiten, ist bestimmt eine Sache für sich, aber ich würde einfach mal ein bisschen Anerkennung aussprechen für die Leute, die sich da engagieren, weil es ein wichtiges Thema ist. Schließlich handelt und kämpft ihr da genau auf einer Seite, wie wir das alle auch tun und wie es sich viele andere auch wünschen.
Ja. Ja, man wirft uns ab und an vor, dass wir zu langsam reagieren. Das liegt aber daran, dass wir ein Verein sind. Wir müssen mit satzungskonform arbeiten und wir haben anders als der Einzelne. Wenn der Einzelne einen Schnellschuss macht und einen Fehler, dann ist vielleicht der Einzelne mal weg und wird nicht mehr ernst genommen. Wir können uns so etwas nicht leisten. Gut. Bei uns wird alles doppelt und dreifach gelesen. Ich lese noch mal ganz schnell die letzte Meldung vom Chat vor. Das klappt heute sehr gut. Das freut mich zum ersten Mal, dass es so, so schnell geht. Dritter Input von Alan Fletcher. Bei der IGED-Übersetzung hilft Alan Fletcher gerne mit. Ja? Also ist doch ein super geiles Angebot. Schönen Dank. Das ist schon mal schön, ich werde es weitergeben. Ich glaube, den Alan Fletcher, den laden wir einfach das nächste Mal direkt als Gast ein. So wie der sich einbringt, den können wir auch mal einladen. Alan, komm. Vielleicht, komm kann mal zu uns. Vielleicht kann mir jemand seine E-Mail-Adresse oder irgendwas ins ERF posten. Das vermitteln wir dann das gleich. Genau. Dann werden wir ihm gegebenenfalls, ich muss natürlich die anderen fragen, die Übersetzung, die wir jetzt fertig haben, mal schicken und probieren lassen. Gut, ich guck mal auf die Uhr, auch wenn das heute relativ entspannt war, weil die Zeit dann nicht immer so im Nacken findet, aber wir wollen es auch nicht zu sehr ausreizen. Ich fand das heute sehr interessant, einfach mal drüber zu schnacken, ohne jetzt der große Wahlanalyst zu sein, sondern einfach mit dem Wissen, was ich hier bei uns und bei euch auch angesammelt hat, einfach drüber zu schnacken. Ich habe gelesen, ohne dass ich das jetzt, dass ich live dabei war, dass im Chat auch viel Austausch war. Ja. Lass uns ein Ende finden. Es gibt noch so viele Punkte, über die wir jetzt noch weiterreden könnten und die auch bestimmt noch Stoff sind beim nächsten Mal für die nächsten Sendungen. Also wir machen einfach mal einen Cut. Wir bedanken uns bei allen, die dabei sind, egal ob hier live im Chat oder später live vom Tape. Wir versuchen ein schnelles, aber gebührendes Ende zu finden, indem wir, was wieder nicht geprobt war, alle auf einmal Tschüss sagen und uns sehr herzlich von euch verabschieden und uns auf die nächste Woche mit euch freuen. Schönen Dank, bis nächste Woche. 1, 2, 3 und Tschüss! Tschüss.